Rein, wir gehen in den ganz ernsten umgehen, da ein bisschen trainieren. Aber warte mal. Ich will die ersten Kinder tatsächlich jetzt nicht mitnehmen. Wir geben mal Holm ab. Ja. Und holen uns das. Jetzt gucken wir mal, was nehmen wir jetzt? Ich will Dori. Wir machen Dori mit Como. Nein, ich will Como mitnehmen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich mache jetzt erstmal so und ich muss oder so noch ganz viele Monster hier handeln. So, dann schauen wir mal den Level. Und dann gehen wir. Ja, wir gehen hier rein. Einfach mal zu der Prinzessin. Das wird euch nicht gefallen, aber. Wir greifen einfach mal hier an und leveln. So. So, ein Hacker. Vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwelche Monster. Das geht ja auch recht schnell. Jetzt bin ich schon Hopsa. Warte mal, wie sieht's denn momentan aus? Okay. Vielleicht könnten wir doch in ein stärkeres Gebiet rein, aber. Gucken wir mal. So, Zungenbär. Wenn man die ganze A drückt, ne, dann kommt man so schnell in den. Fehllevel 9. Aber wir bekommen hier nicht so viel Erfahrungspunkte. Vielleicht sollten wir hier einfach jetzt heilen. Wir bekommen hier nur 4. Das ist viel zu wenig. Aber wir können uns schon mal Futter. Wir können ja mal wirklich mal auf gehen wir jetzt zur Medaillen und gucken mal, was wir abgeben können. Uiuiuiui. Zur Medaille oder wie der heißt. Ich sammle Medaillen. Hast du welche mitgebracht? Ich nehme mir sie dankend an. Du hast mir bisher 2 gebracht. Bei 13 Medaillen gebe ich dir Donnera. 13? Ach du Meh. So, jetzt gehen wir mal alles ab. Ich will unbedingt jetzt heute noch die Paarung. So. Doch, ich gebe Items. Wir geben alles ab. Ach, komm schon. Hey, ich hab noch mehr Items. Oh, weil ich verloren habe, habe ich das Geisterbuch verloren. Scheiße. Okay. Das war natürlich nicht so schlau, im Training zu versagen.
So. So. 10 Erfahrungspunkte. Deswegen speede ich gerne bis zum letzten Punkt. So, Level 10. Das sind jetzt 4 Ebenen, okay. Level 7. Oh nee, oh nee, oh nee, gegen den trete ich nicht an. Das ist mir zu gefährlich. Okay. Item, Kraut. So. So, die letzte Ebene. MP-Beere. Fee erreicht Level 10. Perfekt. Agilitätsbeere. Überlebe ich das hier? Irgendwie schon. Level 8. So, wir müssen nur noch noch auf Level 10 bringen. Okay. Das kriegen wir schon hin. Dann gehen wir hier oben und leveln. Zack, zack, zack. Amy Level 11. Und... wie viel Kraut habe ich noch? Benutzen wir einmal komplett. So, haben wir irgendwelche Techniken? Nix. Okay, keine Heiltechniken. Okay. Zwei Level noch. Das hoffe ich geht jetzt in diesem Gebiet schnell. Solange Komodo irgendwie überlebt. Ja, so sieht das aus, wenn ich level. Oh mein Gott. Sieht nicht schön aus, aber... was soll ich machen? So, Level 9. Okay, wir haben Kraut noch, aber das letzte. Sehr. Fee erreicht sogar Level Alarm. Okay. So, ein Level noch, aber wer weiß. Wie viele Erfahrungspunkte brauchst du denn noch? 300. Okay. Das will ich wahrscheinlich nicht jetzt auf die Schnelle bekommen. Oh! Die Raupe will mit. Okay. Camo. Keine Ahnung. Wir hätten sie mitnehmen können, ne? Dann hätten wir zumindest wieder einen, der uns hier helfen könnte. So, wie viel brauche ich noch? 204 noch. Oh mein Gott. Ich glaube, einen Kampf halten wir noch aus. Oh, 59, das ist gut. Amy erreicht Level 12. Vielleicht schaffen wir das noch, wenn ich Glück habe. Okay, okay.
Okay, das sieht gut aus. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt gehe ich drauf, ne? Okay, einer ist down. Das ist aber egal. So, wir haben es geschafft. Sehr schön. Jetzt gibt's wieder Blut. Dann gehen wir jetzt nach unten. Wir holen uns schon mal Heim ab. Abgeben. Und das sind erstmal unsere ersten Monster, die wir uns gebrütet haben. Heim. Oh! Okay, die bekommen doch Level. Die kriegen doch Erfahrungspunkte. Er ist schon Level 7. Okay. Gut zu wissen, er bekommt doch noch Erfahrungspunkte. Was kannst du denn jetzt mittlerweile schon? Technik. Nichts. Er kann nichts. Egal. Dann muss ich das so machen, dass ich das alles vorbereite. Und dann wirklich dann... Reicht das überhaupt aus mit Geld? Ich denke ja. Wenn jetzt... Paaren. So, ich möchte als Stamm... Was wollte ich jetzt machen? Drache mit Amy, ne? Como mit Amy. Oder war das Mimi? Das war... Ne, das war Como. Como als Stamm. Und Amy als Mama. Und wir bekommen daraus ein Rüstrack rauskommt. Kann ich das Ergebnis jetzt speichern? Ja. Bis morgen. Okay. Das sieht auch schon sehr interessant aus. So, die beiden gucken sich verliebt an und brüten ein Ei und sind gleich sofort gegangen. So. Und es wird ausgebrütet. Ein Rüstrack wurde geboren. Es ist männlich, deswegen bekommt er den Namen des Vaters. So, Como. Okay, als nächstes war das wer war das denn jetzt? Die Fee mit Mimi, ne? Dann nehme ich aber Mimi als Stamm. Nehmen diese Fee. Höllbiene. Okay. Okay, zwei Insekten. Unsere erste Brut. Unsere erste Paarung. So, 20G. Warte bis morgen. Und wir bekommen... Ja, das. Ein Insekt.
Mimi hieß sie, ne? War das die Mutter? Ich glaube ja. Ich will ihn mitnehmen. So, jetzt haben wir zum ersten Mal was gebrütet. Das ist jetzt unsere Brut. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was habe ich denn da gezaubert? Kobo sieht ja echt geil aus. Das ist diese Schildkröte. Und eine Höllenhornisse. So kenn ich die halt. Okay. Das heißt, die müssen wir erstmal trainieren. Gibt's schon Techniken? Nein. Okay. Ja. Gut, ich gehe jetzt nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann trainiere ich die. Und wenn jemand halt eine Syntheseliste im Internet gefunden hat, kann mir die gerne natürlich in die den Link in die Kommentare reinpacken. Und ja, wir werden jetzt erstmal, ich werde die jetzt erstmal trainieren. Ihr habt ja gesehen, wie ich das mache. Also Speed geht es eigentlich ganz gut. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's mit Dragon Quest Monsters. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann.